Hallo, guten Tag zusammen. Da bist du ja, mein Junge. Sag mal, Mann, was hat dein Sohn dir mitgebracht? Oh, Jochen, wunderbar. Ist das nicht zu teuer? Tag, Vater. Wieso zu teuer? Ich kenne das Mädchen aus dem Blumengeschäft. Tag, Jochen. Moment. Entschuldige. Für dich, Tante. Oh, danke dir. Wie geht's, Vater? Bringst du dir sonntags immer noch Arbeit mit nach Hause? Ich muss, Junge. Aber jetzt mach ich Schluss. Du meinst, wenn ich da bin, kommst du doch nicht mehr dazu, weißt du? Wo sind eigentlich Robert und Marianne? Die wollten doch schon hier sein. Darf ich die Jacke ausziehen oder steht hier irgendwo ein Oberst hinter der Tür? Bei denen bin ich wieder mal schwer dran. Wieso? Ist was passiert? Ihr habt Angst, was? Ja, bei dir habe ich immer Angst. Das Gefährliche für ihn sind offenbar nicht die Flugzeuge, sondern die Vorgesetzten. Du hast was gegen Fähnriche, Tante Irene. Fähnriche, lieber Jochen, sind hübsch anzusehen, aber irgendwie erinnern sie mich immer an junge Hunde. Man bringt ihnen eine Menge Kunststücke bei, aber selber denken können sie nicht. Es lebe die Weisheit deines Alters, liebe Tante. Und der Kaffee, den es hoffentlich bald gibt. Sofort bei dir. Das sind Robert und Marianne. Guten Tag, gnädige Frau. Tag, Robert. Tag, Marianne. Ohne ihn wäre es wahrscheinlich aus mit dem Fliegen. Und dass sie mir den Urlaub nicht gesperrt haben, das begreife ich sowieso nicht. Also irgendwas hast du doch wieder angestellt. Du weißt ja, Vater, ich tue immer irgendwas, bloß nicht das Richtige. Und ich bewundere Leute, die immer wissen, was richtig ist. Du weißt es und er weiß es auch. Siehst du schon daran, dass er Marianne geheiratet hat? Oh, komm, setz dich, Herr Leutnant. Danke. Es gibt zwei Dinge, um die ich ihn beneide. Um Marianne und eben um das, dass er immer weiß, was richtig ist. Mach dich mal nicht schlechter, als du bist. Und ihn nicht besser, sonst wird er noch übermütig. Also ich finde, dass Jochen sich an Robert ruhig ein Beispiel nehmen könnte. Ist doch wenigstens ein vernünftiger Mensch. Komm, Tantchen. Und was bin ich? Du? Du bist überhaupt noch nicht. Aber ich fühle mich ganz wohl so. Du, Mama. Ja? Viel Zeit haben wir nicht. Ich wollte mit Robert und Marianne noch zum Segeln. Ich finde, er geht ziemlich oft zum Segeln. Ja, jeden Sonntag.